Warum sterben Kinder an Krebs? Warum leiden Familien an Hunger? Warum werden Menschen, die ihrem normalen täglichen Leben nachgehen, von Terroristen getötet? Warum ist unsere Welt so angefüllt mit schrecklichem Leid und sinnlosem Sterben? Ich bin Joel Hilliker, leitender Redakteur des Nachrichtenmagazins Die Philadelphia Posaune. Menschen, die an den christlichen Gott glauben, glauben, dass er allwissend, allliebend und allmächtig ist. Aber wenn er über das Leid Bescheid weiß und wenn er die Menschen liebt, die leiden, warum setzt er dann nicht seine Macht ein, das Leiden zu beenden? Wir haben noch mehr darüber zu lernen, wer Gott ist und was er macht. Viele Menschen haben Theorien darüber, warum Gott Leid zulässt. Die richtige Antwort jedoch findet man in Gottes Wort, der Heiligen Bibel. Der Apostel Paulus beschrieb die Welt, in der wir leben, als die gegenwärtige böse Welt. Nun, hier ist eine interessante Frage. Wer ist laut Ihrer Bibel der Gott dieser gegenwärtigen bösen Welt? Die Antwort könnte Sie überraschen. Hesekiel 28 beschreibt einen majestätischen Erzengel, der voller Weisheit und über die Maßen schön war. Jesaja 14 sagt uns, dass Gott diesen Engel Autorität gab, über die Erde zu herrschen. Aber dann kehrte sich dieser Engel dem Bösen zu und versuchte, den Thron Gottes zu erobern. Dieser Engel hieß Luzifer. Nach seiner Rebellion änderte Gott seinen Namen zu Satan. Und beachten Sie, Gott warf ihn zurück auf die Erde. Die Bibel sagt, dass Satan real ist. Nicht nur das, sondern auch, dass er die ganze Welt verführt hat. Und das ist nicht alles. Die Bibel macht auch diese schockierende Aussage. Satan ist in der Tat der Gott dieser Welt. Beginnen Sie, die Welt um sich herum ein bisschen besser zu verstehen, wenn Sie realisieren, dass der Gott dieser Welt in Wahrheit der Teufel ist? Aber warum lässt Gott das zu? Es gibt einen wichtigen Grund. Gott lehrt uns etwas. Die Traurigkeit, das Elend, die Tragödien rings um uns, das sind nicht etwas, das wir ignorieren sollten. Es ist etwas, dem wir uns stellen müssen und aus dem wir lernen müssen. Jesus Christus war mit diesen Tatsachen konfrontiert. Zu seiner Zeit war ein Gebäude eingestürzt und hatte tragischerweise 18 Menschen erschlagen. Er sagte, oder meint ihr, dass die 18 schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht bereut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus Christus selbst sagte, dass einige Menschen leiden und sterben, auch wenn sie nicht sündhafter sind als diese, die weiterleben. Römer 3, 23 besagt, dass alle Menschen schuldig sind, gesündigt zu haben. Prediger 9, 11 sagt, dass Zeit und Zufall alle treffen. Jesus sagte, dass wir alle ebenso umkommen würden, wenn wir nicht bereuen. Bereuen bedeutet, seinen bisherigen Lebensweg aufzugeben und sich Gottes Lebensweg unterzuordnen. Es bedeutet, sich dem wahren Gott zuzukehren und ihm zu erlauben, sie zu regieren. Jesus zeigte, dass die Katastrophen, die den Menschen erleiden, eine Warnung für jene sind, die an Gott glauben. Auf die eine oder die andere Weise wird ihre kurze Existenz ein Ende nehmen. Es sei denn, sie bereuen ihre Sünden und kehren sich zu Gott. Die grundlegendste Lektion, die ein Mensch lernen kann, ist die Wahrheit zu akzeptieren. Zu erkennen, dass er, von Gott abgesondert, hilflos ist. Aber was ist mit jenen, die gestorben sind? Man könnte denken, dass sie keine Lektion aus ihrem eigenen Tod lernen können. Was sagt die Bibel darüber? So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich sah die Toten groß und klein stehen vor dem Thron. Die klare Wahrheit der Bibel ist, dass alle jene, die gestorben sind, wieder leben werden. Sie werden zu physischem Leben auferstehen, zu einer Zeit, wenn Jesus Christus Satan als den Gott dieser Welt ersetzt haben wird. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Satan ist der Gott dieser Welt. Gott erlaubt ihm, Leid und Tod zu bereiten, um jenen, die bereuen, eine wertvolle, ewige Lektion beizubringen. In der Zukunft wird Gott Satan als den Herrscher dieser Welt ersetzen. Er wird die, die gestorben sind, wieder auferwecken. Er wird ihnen die Möglichkeit geben, zu bereuen und eine Beziehung mit ihm zu haben. Warum lässt Gott Leid zu?
Dies ist Gottes Antwort aus der Bibel. Ich bin Joel Hilliker. Danke fürs Zuschauen. Reue ist die wichtigste Lektion, die Sie lernen können. Beginnen Sie Ihren Weg zur Reue und einer Beziehung mit Gott, indem Sie Gerald Fleurys kostenlose Broschüre Reue zu Gott lesen.